Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Force of Nature mit meinem reizenden Assistenten. Hallo. Der total geknickt ist. Warum? Naja, sagen wir mal so. Der Zuschauer weiß jetzt nicht, was ich weiß, aber deswegen werde ich jetzt dem Zuschauer erklären, damit er auch weiß, was ich weiß. Okay. Denn Mausi ist jetzt geschlagene eine ganze Stunde dabei gewesen. Ich stand jetzt nur im Spiel rum. Ich habe Pillepalle hier rum gemacht. Also, ich habe meinen Schreibtisch ein bisschen poliert. Das war aber auch alles. Sie hat eine geschlagene Stunde gebraucht, um 210 Rosen anzupflanzen. Werd ich jetzt beschenkt? Krieg ich jetzt Rosen? Die hat schon keine Lust mehr, das mit Rosen zu machen. Und dann habe ich ihr eben noch so gesagt, so nur so aus Spaß, so, ja, wenn wir dann die nächste Stufe haben, ne, dann könnten wir ja hier uns die mächtigen Amulette holen und so. Und dafür brauchen wir dann Onyx. Und dann habe ich ihr dann nochmal vorgerechnet, wie viel wir denn noch ungefähr dafür brauchen. Und dann, Gott, das gehen wir schlachten. So, ich bin hier vollkommen falsch. So, dann wollen wir jetzt erstmal hier hinten in die Mühle. Nimm mal die hinteren Mahlsteine, ne? Ja, mach das. Mach das, okay, mache ich auch. So, weißes Elixier. 21 Mal. Boah. Rosen. Ja, das war jetzt wirklich viel. Und meine Aufgabe ist es jetzt nur da hinten reinzuhauen, dann in der anderen Seite reinzuhauen und fertig zu machen. So, aber stimmt, dafür brauchen wir nämlich noch Stoff. Dann haben wir hier wenigstens noch ein bisschen was zu tun. Das heißt, ich brauche nochmal 6 Stoff. So. Dann kann der Rest hier schon mal rein. Ah, ich habe hier sogar noch einen Stoff drin. Denn wir brauchen ja noch die bessere Fellhose. Jedenfalls möchte ich lieber noch die bessere Fellhose haben. So. Ja, jetzt fehlt nur noch Stoff. Haben wir ja auch alles da. Und jetzt müssen wir hinten nur noch warten, bis es einmal durchgemahlen ist. Wollen wir hoffen, dass das jetzt nicht allzu lange noch dauert. Ah, das erste weiße Elixier ist schon da. Na, es geht ja. So, und aus einem weißen Elixier kann man ja dann hier... Da mache ich noch kurz die Tür auf. Im Labor. Bohrtisch, Rezepte, einen. Oh ne, wir brauchen 3. Stimmt, war schon richtig. Ich brauche ja 3, um einmal herzustellen. Jetzt war ich verwirrt. Jetzt habe ich mich selbst verwirrt, Maus. Schäm dich nicht. Okay. So, das heißt, wir brauchen noch 2. Jetzt will ich mich schon mal einen Diamantsplitter will ich schon mal herstellen. So, na, einer fehlt noch. Ja, wir schaffen das Level ab heute. Heute schaffen wir das Level ab. Das ist das Folgenziel. Vorher hört die Folge nicht auf. 3 Stunden später. Die Folge hört erst dann auf, wenn das Level ab ist. Ich stehe bereit fürs Wandern. Ja. Fürs Wandern. Wie viel Heiltränke hast du eigentlich? 36. 36. 36 Grad. So, dann kriegst du hier nochmal 15 dazu. Danke. Wie viel Ausdauertränke hast du noch? 50. 50, sagt's er. Kriegst du hier nochmal 10 dazu, dann bist du bei 60. Dann kriegst du nochmal 5 dazu, dann bist du bei 65. Oh mein Gott. Ja, das wird aber jetzt noch ein bisschen dauern. Also du kannst dich da jetzt erstmal genauso wie ich ausruhen, Hände ausschütteln, Kopf ausschütteln. Dann mach ich's mir bequem. Ja, und ich fange gleich instant an zu husten hier. So, die ersten 3 weißen Elixiere habe ich schon mal. Das heißt, wir können jetzt hier... Einmal Diamanten den
ersten schon mal herstellen. Wie lange braucht der? Der braucht aber auch ganz schön lange. Na gut, war gut, dass ich das immer so nebenbei mache. Das heißt, es wird heute nur der Diamant hergestellt. Oh Mann. So. Dann nochmal die weiße Fellhose. Damit Mausi dann halt im Winter nicht frieren muss. Bist du jetzt eingeschlafen? Nein. Nein. Ich hab nur bequem gemacht. Hört man's nur. Du schnarch ich nicht. Nein? Nein. Nee, du machst... Echt? Ja. Du machst sehr süße Schnarche. So, da du das Wasser gerade nicht abholst, mach ich das mal für dich, weil ich glaube, du kannst kein Wasser mehr sehen. Brauchst du noch mehr? Nee, aber falls wir nochmal Blümchen anpflanzen müssen und so. Weil jetzt irgendwo ein Splitter oder so fehlt, weißt du? Mhm. Warum werde ich... fühle mich so verfolgt hier. Hilfe, ich komme hier nicht mehr raus. Hilfe! Hilfe! Ach, Popo voll! Aua! 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 Ich krieg die Popo versohlt. Weiße Fellhose ist fertig. Na, eigentlich hast du ja jetzt nicht mehr verdient. Du hast mir Popo voll gehauen. Du hast mir Popo voll gehauen. Das hattest du noch verdient von vorhin? Nee, ich hab das gar nicht verdient. Ich bin immer das artige Turtle. Bist du süß? So, du, hier, bitteschön. Jetzt stehst du ja hier sowieso rum. Fühl mich hier immer so belästigt am Arbeitsplatz. So, und ich brauche auch nochmal eine weiße Fellhose. Dann kannst du die Fellhose kannst du dann wegpacken. Wegschmeißen. Die kannst du wegschmeißen jetzt. Da kannst du Puff machen. Achso, benutzt schon jemand. Der Mülleimer hat gefurzt. Ja, und... Puff, nochmal. Mensch, Dobby, jetzt stehst du mir auch noch im Weg rum. Dobby, Gobby. Gobby, Dobby, Gobby, Dobby. Dobby, Gobby. Gob, 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 der Gobby. So, wir haben schon den ersten hergestellt. Ist das nicht ein Traum? Nee. Okay, der wird von jemand anders benutzt. Achso, du sammelst wieder auf. Ja, gut. Dann hier hast du Wasser. Braucht das sowieso nicht. Wollten nur Vorkehrungen treffen. So, dann warte ich hier schon mal auf die Fellhose. Kann eigentlich schon mal die Seile wegpacken. Das Fell wegpacken. Und mein neues Höschen. Na komm, dann ziehen wir das Ganze auch nochmal an, damit man es auch mal gesehen hat. Sehe ich nicht schnieke aus, Maus. Nee. Nee? Okay. Dann wechsle ich meine Klamotten wieder. So. Dann hole ich mir schon mal die anderen Splitter raus und die drei Stahlbahnen. Die brauchen wir ja auch noch. So. Jetzt sind wir schon bei 9. Ole. So, und dann waren es 3 Stahlbahnen. So. War doch richtig, oder? Genau. 3 Stahl, 15 Diamant. So, dann laufen wir mal hier wieder nach hinten. Die nächsten 3 sind fertig. Dann wieder ab zum Labortisch. Miep, miep. Miau. Dann warten wir auf den Splitter. Das wäre dann Nummer 10. Stell mal vor, du müsstest jetzt 500 Rosen machen und die zermalen. Ne, ich streike. Also spätestens beim Force of Nature, ich glaube, da gehen wir doch eher
nur Reste maximal auffüllen damit und gehen den Rest erschlagen. Weil da brauchst du ja immer für einen Amethyst zum Beispiel, brauchst du ja dann 5 Splitter. Und nachher fürs Force of Nature, um das Spiel zu beenden, brauchen wir dann 5 von jedem als Ganzen. Das heißt 25 Splitter pro Farbe. Ja, also 5 Onyx, Amethyst, Smaragd, Rubin, Diamant und Topaz. Achso, und 15 Goldbahn natürlich noch. Das heißt, wir müssen auch Gobbo schlachten. Also wir müssen so oder so schlachten. So, dann machen wir hier schon den nächsten. Wir sind jetzt schon bei 10. Gucken wir mal hinten, ob der Mahlstein schon weiter ist. Nee, der braucht noch einen Moment. Ja, und sonst so? Erzähl mal einen Schmarrn aus seiner Jugend. Das will niemand hören. Doch, erzähl mal. Privat. Privat, okay. Ha, ist sehr spannend. Wie das hier schön durchgemahlen wird. Weil sonst haben wir eigentlich alles. Also ich habe jetzt noch 22 Gifte, 65 Ausdauer, 56 Heiltränke. Das ist, ja. Sehr, sehr spannend. Ich könnte ja eigentlich auch den anderen nehmen. Den anderen Labortisch gleich noch mit hier, so. Um das vielleicht noch ein bisschen zu beschleunigen. Weil muss ich nicht auf den da unbedingt erst warten. Weil ich hätte das ja auch auf die Mühlen aufteilen können, ne? Naja, zu spät ist zu spät. Sind ja jetzt nur noch 9 Stück. Also in dem Sinne 3 Stück. Das eine Huhn hat immer noch ein Ei drinne. Willst du das nicht bald mal entnehmen? Nee. Nee. So. Wasser wird hier schon fleißig weitergesammelt. Nee. Ach, stimmt, hier hinten meine ganze Asche und so weiter ist ja auch fertig. Könnte ich ja mal rausnehmen und schon mal beiseite packen. Falls wir es nochmal brauchen. Aber so, mit der Ausrüstung bin ich bis jetzt zufrieden. Und du? Ciao. Man könnte eigentlich jetzt wirklich nur noch Amulett... Hätte mir jetzt nochmal so die Goldsachen so ein bisschen angeguckt. Das ist aber eigentlich nur so, ja, just for fun gefahren. Also wirklich viel besser fand ich das jetzt nicht. So, von den Zahlen her. Kann ja auch noch anders laufen. Hallo. Oh, guck mal, ein Diamantsplitter ist fertig, Maus. Das heißt, uns fehlen jetzt nur noch 4. Müssen wir dafür hier bleiben? Nö. Eigentlich nicht. Ich müsste nur den Rest hier hinten noch durchlaufen lassen. Das wären dann noch 7 Pulver. Also 7 Elixiere, Entschuldigung. Und dann zum Diamant umcraften. Beantragen. Wieso, möchtest du jetzt unterwegs oder wie? Ja, warum nicht? Ja. Gut, dann lass mich wenigstens noch ein weißes Ding herholen. Dann kriegen wir aber in dieser Folge das definitiv nicht hin mehr mit dem Level, ne? Ne, darauf den warten. Weil, wenn wir jetzt hier unterwegs sind, dann krieg ich... Ich muss ja das weiße Elixier, muss ich ja dann nochmal in die Labortische tragen. Dreimal. Und quasi da immer den Diamanten herstellen lassen. Also den Diamantensplitter. Ist ja kein ganzer Diamant. So. Jetzt fehlen noch 3. Wieso, wo wolltest du denn hin? Die anderen Splitter. Ach, die anderen Splitter. Wo? Na komm, die 6 halten wir noch durch. Kannst mir die aus dem Mahlstein dann immer 3 Stück rausgeben. Wenn du das möchtest.
Und jetzt, das nervt mich sowieso schon die ganze Zeit. Warum ist hier eigentlich eine einzelne Lampe? Warum habe ich sie da hingestellt? Ja, warum habe ich sie da hingestellt? Was bin ich, bekloppt oder wie? Wo gehört die hin? Ich stelle sie erstmal hier hin. Hä? Ich stehe hier schon die ganze Zeit im Weg. Geht mir voll auf den Nerv. Gehört die hier hin? Weiß das nicht. Irgendwo hin gehört sie. Frag mich aber nicht, wohin. So, dann gucken wir hier nochmal. Hier ist jetzt leer. Ja, hier dauert noch ein bisschen. Alchemistisch kann ich mich jetzt auch nicht betätigen, weil wir haben keine Erdbeeren mehr. Und wir haben auch kein Steinpilzpulver mehr. Von den Topazen haben wir ja wenigstens noch 6 Stück. Und am besten müsste ich hier nochmal gucken. Also ein Onyx. Ne, 2 Onyxe brauchen wir ja dann. Noch und 2 Smaragde. Aus 5 Splittern, ey. Wow, wow, wow. Aber na gut. So, wie weit ist das weiße Pulver? Oder weiße Elixier? Da. Jawohl. Dankeschön. Dankeschön. Jetzt kommt noch eine Fuhre, ne? Genau. Okay. So, hier ist es auch gerade fertig. Dann tauschen wir es mal aus. Ah, Spannung, Spiel, Spaß, Freude. Ich geh Wasser holen. Dum, 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 dum. Immer schön Wasser holen. Wasser. Wieso brauchen wir so viel Wasser? Keine Ahnung, ich will lieber sicher sein, weißt du? Na, fehlt von irgendeinem Splitter ein oder so? Dann ist es, wenn wir genug Wasser haben, dann können wir das doch gleich herstellen. Oh, hier ist sogar noch Schoki drinne. Hast du heimlich Schoki gebaut? Ja. Mausi hat heimlich Schokolade gemacht. Schokolade! Magst du meine Tränke nicht? Schmecken die nicht? Doch, klar. Doch, klar. Was gehen wir auf den Keks mit den, wenn ich kurz unterwegs bin, da bei den Bäumchen? Will ich doch keine Tränke missbrauchen. Das letzte Elixier, ich sehe es. Heiliges Elixier. Komm schon, Elixier. Dauert noch ein bisschen. Ja? Bei 30 ist es schon. Ich will endlich das nächste Level erreichen. Next Level. Eigentlich schon das Endlevel. Ja, 80. Komm. Das schaffst du. Weißes Elixier. Ja, schnell, schnell, schnell. Wir haben doch keine Zeit hier. So, ich nehme sogar den zweiten Labortisch. So. Und wenn der letzte Labortisch fertig ist, dann können wir auch aufsteigen. Und der hier ist jetzt fertig. Das heißt, wir müssen nur noch 90% ab jetzt warten. Dann haben wir es geschafft, Maus, Maus. Möchtest du Wasser haben? Nee. Ich schenke dir 30 Wasser.
Nein? Okay, dann nehme ich das Wasser. Dann hole ich nochmal Wasser. Das wasserversessene Spiel. Ich bin Schnauze voll vom Wasser holen. Ja, wie viel Wasser hast du jetzt benötigt? 600 Wasser oder so? Mehr. Mehr? Ja, 20 kostet einmal einpflanzen, dann kriegst du 6 Rosen raus. Also. Aber gut, wenn man jetzt nur noch eine bestimmte Art braucht, ne? Dann läuft das eigentlich ganz gut. Oh, noch 44%. Ich kann es gar nicht erwarten. Ah! So. B. Ach ja. Nicht Dobby? Wir wollen das. Gobby. Entschuldigung. Gobby. Oh, hier hinten sind noch ganz viele Täublinge. Warum hast denn du so viele Täublinge angebaut? Vorrat. Vorrat? Okay. Wir brauchen aber Steinpilz. Ja. Okay. Nee, Moment. Ja. Mausi, kommst du mal her? Mhm. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Tralalalalala. Wir schaffen das. Fertig! So, und jetzt einmal hier. Ja. Jetzt bist du dran. Denn wir steigen auf! Ja! Juhu! Wir haben das Max-Level erreicht! Was? Es gibt noch ein Level? Oh ne. Level 13? Die folgenden Aufgaben muss vollendet werden. Urknall nicht vollendet. Ein Force of Nature. Okay. Okay. Ja, gucken wir mal Aufgabe. Urknall. Stelle 20 Gegenstände her. 20 Molotovs-Cocktails her. Okay, was brauchen die? Wasser, Sonnenblumensamen, Fliegenpilzpulver, Pantherpilzpulver und Flaschen. 20 Mal, was sollen wir denn mit so vielen Molotov-Cocktails? Ja, dann das nächste Force of Nature und verbinde alle 7 Fragmente der Steine, um das legendäre Artefakt herzustellen. Ah ne, wiederherzustellen. Okay. So. Wir haben jetzt brennende Stahlpfeile, Force of Nature, goldene Schere, Gold. Warum kriegen wir jetzt erst eine goldene Schere, jetzt wo wir sämtliche Rüstung haben? Ne, das ist manchmal. Handschuhe der Wut sehen aus wie Wolverine. Stimmt. Irgendwie schon, ne? So. Ansonsten den Schmelztiegel könnten wir jetzt noch verbessern. Also aus dem Stahltiegel könnten wir daraus machen. Stiefel der Geschwindigkeit könnten vielleicht nochmal was bringen. 15 Rüstung. Ja gut, verlieren wir ein bisschen Rüstung. Aber wenn wir damit laufen können wie der Blitz. Gucken wir mal, war das hier? Können wir das vielleicht... Nee, hier können wir es nicht herstellen. Wo konnten wir das herstellen? Am Arbeitstisch? Hätte man lesen sollen, wo es war. Nein, Arbeitstisch ist das auch nicht. Am Schneidertisch. Ja, Stiefel der Geschwindigkeit. 100 Federn, 2 Goldbahnen und 30 Fell. Und natürlich habe ich jetzt den Rest Fell ausgegeben für unsere Hosen. Also wir müssen so oder so kloppi-kloppi machen gehen. Wir haben noch 5 Fell in der Kiste. Aber 100 Federn? Das heißt, wir brauchen 200 Federn. Ja, ja. Für die Molotov-Cocktails brauchen wir dann auch mal 20 Wasser. Und 20 Glasflaschen.
Komm. So, dann wollen wir erstmal hier ein bisschen buddeln. Nochmal ein bisschen Sand beschaffen. Und einschmelzen. Ich fühle mich so beobachtet. Schnapp dir deine Schaufel und geh auf die andere Seite. Was heißt hier? Ich fühle mich so beobachtet. Hallo? Ja. Kann ich was für Sie tun? Nein. Nein. Okay. Was hast du denn jetzt gemacht? Ich beobachte. Okay. Da müssen wir mal gucken, dass wir dann die Stiefel der Geschwindigkeit und die Molotov-Cocktails, na, wenn die jetzt nicht jetzt rausreißen und jetzt den übelsten Burst-Damage machen, dann weiß ich auch nicht. Müssten ja die Gegner schon one-hitten denn, damit sie sich lohnen. Nicht? Ja, eigentlich schon. Also, wenn das jetzt wirklich das allerletzte ist, dann muss das ja jetzt wirklich das over the top, the top, the top sein. So, ich habe jetzt 100 Sand. Wie gesagt, Vorkehrungen haben wir getroffen. Wir haben ja hier schon ein bisschen Kohle und so. Wie können wir hier sagen, wir wollen Flaschen... Ah ne, wir müssen ja erstmal Glas machen. So, dann machen wir hier draußen nämlich Glas. 21 Glas. Gut. Dann läuft das schon mal durch. Einlagern. Und den einen Sand, den bringen zurück. Und dann können wir demnächst eigentlich auch schon die Modtops herstellen. Gut. Ach so, stimmt. Ja, wir brauchen doch. Wir müssen jetzt recht viel Gobbys kloppen, ne? Fällt mir gerade auf. Weil Gold kriegst du ja nur durch die Münzen. Tja. Ja. Das heißt, wir müssten dann immer 15 Münzen pro Goldbahn. Das heißt, ich habe hier ja schon ein paar eingeschmolzen. Aber hier konnte ich jetzt nochmal zwei machen. Das sind dann insgesamt 10 Goldbahnen, die wir nur haben. Und 15 brauchen wir alleine fürs Force of Nature. Okay. Na gut, wir kriegen ja auch von den Wildgoblins, egal wo, ne? Ein bisschen was. Also passt das eigentlich. Gut. Aber nichtsdestotrotz mache ich jetzt hier mit Dobby einen drauf und machen einen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann. Tschüss.